Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und wir spielen Nantucket. Fahren gerade im selbigen los. Wir fahren jetzt nach Europa, einfach nur um die Entwicklung abzustauben. Und jetzt haben hier die Humpback Whales Saison. Ich bin gerade am überlegen, ob wir spontan mal wieder. Oh. Night Quest in Northwest Passage. Oh, ja, ja, ja. Das ist schön. Wir haben noch eine Quest gefunden. Das ist schön. Gibt es hier ein paar Jobs? Ach nee, wir können überall nur abgeben. Das ist natürlich nicht so richtig gut. So, ja, dann. Ja, wenn wir jetzt jagen gehen, dürfen wir nicht so viel Essen mitnehmen. Dann brauchen wir leere Lager. So, hier können wir auch wieder was erforschen. Die Frage ist, was? Ja, wir erforschen das Krähennest. Dann fahren wir los und gehen mal eine Runde Wale jagen. Dafür sind wir ja hier, ne? Komm, wir können jetzt, wir können ja dann Moby Dick irgendwie relativ zeitnah auch kriegen, aber. Komm, wir sind ja als Walfänger unterwegs. Ja, hier gibt es mal wieder eine kleine Beförderung für einen. So, und dann gucken wir mal. Dann haben wir hier. Lalalala. So, jetzt müssen wir mal gucken. Dr. Tom und Manuel. So, dann hier. Assign und Jesse. Und hier haben wir. Und Fred und Anton. Ja, Anton müsste dann auch mal irgendwann ein Level aufsteigen. Oh. Ja, hier gibt es natürlich jetzt richtig krass. Oh Mann. Und wir können tatsächlich gerade nichts machen. Wir können keinen Schaden machen. Random Conditions this turn. Ja, super. Hm. Das ist bescheuert. Ja, wir können tatsächlich. Hab gedacht, ich könnte vielleicht wenigstens noch den Skill. Ja, nix. Also der Kampf geht ja gleich mal direkt richtig schön los. Haut noch nie alle auf meinen Moses ein, seid ihr denn bekloppt? So. Ja, jetzt hier. Oh je. Tatsächlich. Wir müssen tatsächlich erstmal so hier tun. Und dann werden wir ihm mal eine geben. Was haben wir hier? Und wir könnten Immunität geben. Oder wir machen nochmal 24 Schaden. Ja, und jetzt wird er hier ins Meer geschmissen. Wir werden alle. Was? Wie? Ah, es war ein Nichtschwimmer. Scheiße! Ach Gott! Eieieiei. Super, das läuft. Oh je. Jetzt wird gestorben. Ah, jetzt sterben uns die ganzen Heiler weg. Ach, eine Scheiße. Das war ja mal ja nicht. Na, supi. Die Freude ist gerade riesengroß.
So, 24. Wir können. Der Orangene. Der wird uns jetzt Fred kosten. Egal, was wir tun. Wir können jetzt einfach nur diesen da machen. Ah, das war jetzt... Das war keine gelungene Wahl. Ah, nee, doch nicht. Okay, er geht auf Benny. Das ist in Ordnung. So. Row, row, row your boat gently down the stream. So, und jetzt können wir hier nur hoffen, dass der jetzt nochmal Schaden würfelt. Na klar, macht er natürlich nicht, weil wäre zu einfach. Okay, also wir sind jetzt ein wenig mit Heilern im Rückstand. Wir müssen Heiler besorgen. Ei, wo kriegt man denn ein paar gute Heiler her? Ja gut, aber die Mannschaft freut's. Wir haben endlich mal wieder ein bisschen Geld. Und der Captain hat noch ein Level up. Ja. Wir haben einen Punkt. Einen Punkt. Das könnten wir. Oh nein, jetzt habe ich das da reingeschmissen. Das wollte ich nicht. Ich wollte das so. So, okay. Und hier wollte ich tatsächlich den Skill reinmachen. Genau. So, okay. Tja. Was? Ich habe noch Punkte übrig. Wir haben noch einen Punkt. Hm. Covering Fire wäre natürlich auch noch ganz geil. Wäre durchaus auch noch ganz nett. Aber das könnte man dann perspektivisch später noch mit ausrüsten. Weil die drei High Skills möchte ich drinnen lassen. Hab immer noch einen Punkt übrig. Ich habe noch einen Punkt übrig. Oh, hier gibt es natürlich noch mehr Health Points. Das nehmen wir auch mal so mit dazu. So, jetzt fahren wir aber erstmal ganz schnell nach Peterhead. Na, das war natürlich. So. Okay. Verkaufen wir hier noch ein bisschen Nahrung. Uiuiui. So, und jetzt. Ja, hier haben wir jetzt. Nichts! 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 Gar nichts! Keine Heiler! Okay. Dann fahre ich jetzt nach Nantucket und hoffe, dass wir dort ein paar Heiler aufgetrieben kriegen. Also das war eine sehr misslungene Jagdsaison. Alter Schwede, das war ja gar nichts. Ja, nichts war das. So, hoffentlich haben die jetzt zwei Heiler für mich. Guten Tag. Wir sind mal gerade am Forschen. Die Forschung läuft. Ja, hier die beiden. Egal, ich muss es so und so nehmen. George, was hat er an Negativ? Ja, ist mir egal. Okay, dann haben wir wenigstens das. Wir haben jetzt natürlich keine Wiederbelebung. Das sollte uns klar sein. Also hier können wir nach Horta Waren bringen. Das geht ruckzuck. Und Lenas Destiny kriegen wir auch hin. Okay. Wie unerfreulich, ehrlich gesagt. Gar nicht schön. Gar nicht schön. So. Okay. So, wie sieht's denn aus? Hier oben sitzt Ben. Sehr gut. Du kannst noch eine Ausrüstung vertragen. Steve kriegt
Das, Du kriegst das und du kriegst hier das. Das ist egal. Ich muss das eh alles irgendwie an den Mann bringen. So, jetzt bringen wir erstmal die Ware nach Horta. So. Oh. Und da haben wir schon das Schiff gefunden. Es wird angegriffen. Es wird angegriffen. Ja, komm, das wird angegriffen. Das kriegen wir hin. Das sind doch nur Haie. Das sollte doch funktionieren. So, und dann ist sein und hier ist es sein. So. Oh, und alle gehen auf das Captains Boot. So, wir haben Fasten, Fasten. Und hier haben wir einmal nichts. Dann machen wir hier nochmal eine neue 24. Okay, wir können einen rausnehmen. Wir könnten spontan den Captain, lass ich mal hier ranschießen, eine Harpune. So. Und dann, damit die ja da drüben doppelt angreifen, nehmen wir jetzt tatsächlich mal hier drüben den raus. Da auf. Batz! Wenigstens eine Karte raus und da beißt er den Manuel. Das ist aber okay. Okay. Na dann, Mädels. Nochmal so eine Nummer. Vierundzwanzig. Okay, das sollte reichen. Zack. Das reicht auch. Pass auf. Putz. Hey, wie triumphal. Haben wir was zu essen gemacht. Okay, dann können wir unsere Ware noch abgeben. Okay, wir müssen hier irgendwie noch ein bisschen rumfahren. Genau, okay. Ja, jetzt fahren wir wieder nach Nantucket. Und dann werden wir weitermachen. Ah ne, die Quest hier möchte ich noch rausfinden. Diese Quest möchten wir uns noch angucken. Also wir nicht, ich. So. Die möchte ich mir noch angucken. Guck mal, dann gibt es schon wieder Belohnung. Gibt auf jeden Fall immer ein bisschen Geld. Das ist okay. Aber Geld ist tatsächlich nie das Problem. Ich glaube, ich habe am Anfang wieder so lange rumgemehrt, dass es ja dann irgendwie wieder ganz schön schnell ging. Was aber okay ist. Also ich kann gut damit leben. So, wir fahren jetzt erstmal darüber. Besorgen uns mal diese Quest. Die gucken wir uns jetzt mal an. Walfang ist mir jetzt gerade echt zu gefährlich. Wenn die mir hier alle meine Heiler rauskicken, das ist natürlich echt traurig. So, guten Tag. Das ist ein bisschen blöd gemacht hier. Man muss dann immer noch ein bisschen rum. Okay, als unser Schiff an der britischen Küste vorbeisegelt, kriegen wir eine Zeitung. Habt ihr das gelesen? Hudson's Bay Company offers a rich reward. Ah. James Knights Lost Expedition. Wir sollten eine Expedition finden. Okay, wir holen uns mal ein paar mehr Informationen. Wir gehen zur Hudson Bay Company. The Governor in Chief. Okay, der lacht, als wir sagen, warum wir da sind. Ehrlich? Ich entschuldige mich. Ich hatte nicht gedacht, dass irgendjemand diesen Mist machen will. Es ist eigentlich nur so ein Stunt nach außen. Was ist mit der Belohnung? I am sure Perry will be really generous. Okay, also wenn wir den finden, könnte man eine Belohnung greifen. Na, das probieren wir doch. Los geht's, Mädels. Wir haben es doch drauf. Würde ich spontan behaupten. Ja, Manuel, der macht hier richtig Asche nebenbei. Hunter Jack wird smart. Sehr gut. Bitteschön, Hunter Jack. Mein Freund, dann werde clever. Unser Wissenschaftler ist gerade. Ja.
Ich werde versuchen, ihn zu retten, aber er ist vom Ausguck gefallen. Und? Was denn? Alles gut? Hä? Hier ist niemand einbeinig geworden. Normalerweise wären die doch dann einbeinig, wenn ich die rette. Okay. Okay, wir kommen auf eine kleine Felseninsel. Marble Island. You notice some smoke. Da ist irgendwie ein Inuit-Dorf. Und sie wollen ihr Dorf verteidigen. We need to talk to someone. Okay, wir bestechen die mit was zu essen. Und wir suchen nach Informationen über eine alte Expedition. Jetzt dürfen sie mit uns reden. Das ist okay. Ein alter Mann erzählt uns, dass sein Großvater mit Knight zusammen unterwegs war. Und er war, ist zurückgekehrt. So, Knight fand die Nordwestpassage. Okay. Alles klar. Also der ist jetzt irgendwie da drüben. Okay. Das heißt für uns, wir fahren jetzt wieder nach Nantucket. Und dann ist das nächste Ziel definitiv wieder der Pazifik. Dann müssen wir uns mal wieder in den Pazifik begeben. Vorher müssen wir aber noch Essen und Wasser und Co. aufnehmen, wie sich das immer so gehört. Und wie gesagt, ich gucke jetzt auch immer wieder, ob wir hier mal spontan irgendwie einen besseren... Ja, ich hätte schon ganz gerne noch irgendwie wieder meinen richtigen Heiler, wenn ich es mir aussuchen kann. Komm, Leute. Hier, das ist hier so ein Kabinenheiler, der nutzt mir nichts. Die Typen finde ich nämlich doof. Waren nach Honolulu schaffen, das ist okay, weil da wollen wir eh hin. Das ist okay, das liegt auf dem Weg, das können wir machen. Das liegt auf dem Weg, das machen wir. Okay, Luft. Das läuft. So, also in dementsprechend fahren wir erstmal hier nach Imbituba runter. Da ist es. Und das Schiff ist gesunken. Wir gucken. Ja, wir haben noch ein paar Überlebende gefunden. Das ist doch schön. Hier ist wieder jemand ein Gourmet geworden. Ja, das passt zu mir auf meinem Boot. Oh ja, hier können wir jemanden stark machen. Das bitte ich darum. Stark ist kein schlechter Skill grundsätzlich. Sie macht halt mehr Schaden gegen Seetiere. Die wollen alle von ihrem großartigen Captain lernen, der mittlerweile tatsächlich ganz schön krass drauf ist. Ich bin schon Stufe 15. Na, jetzt gibt es schon wieder Prestige, was ich eigentlich überhaupt nicht brauche. Weil da sind wir tatsächlich ja schon am Maximum. Wir bezahlen wieder mal. Ach, Manuel macht richtig Asche, weil er so ein toller Typ ist. Was macht der Manuel eigentlich die ganze Zeit? Manuel repariert, oder? Nee, Manuel ist mein Koch. Manuel ist der beste Koch der Welt. Der ist der kurze Koch, siehst du? So sieht das aus. Tja. Ach, Mist, jetzt habe ich Mist gemacht. Na gut, komm, hier sind ein paar. Hier gibt es spontan noch ein paar Wale, die nehmen wir mit. Die könnten wir jagen. Das könnte natürlich wieder in so einem üblen Massaker enden, aber. Ja, und da ist direkt einer gestunt. Na klar, der Captain! Seid ihr denn bekloppt? Ihr könnt doch nicht meinen Captain stunnen. So, 27. 25. Wir fangen hier mal an. Jawohl, 26. Okay. Dann nehmen wir den erstmal raus. Und dann alles auf den grünen. So. Und der ist abgetaucht. Und der hat alle ins Wasser geschmissen. Na supi. Okay. Wir müssen hier mal wieder den Haunting Dice rund in Evil Commands. Also wir können jetzt nicht jagen. Das heißt, ja, drüben müssen alle erstmal wieder an Bord krabbeln.
Tja, das ist halt ärgerlich, dass diese Boote halt... Ja, das wäre noch richtig cool, wenn die sich gegenseitig irgendwie heilen könnten oder so. Schmeißt man mal einen Heal rüber oder so, aber nein, geht nicht. Da gibt's einen Lobtail. Okay, 25. Auf den blauen. Wir könnten den blauen... Haha, auf den blauen kann ich nicht schießen. Weil der blaue unter Wasser ist. So. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch einen Heal hinkriegen. Ja. So dachte ich. Und dann hauen sie natürlich wieder auf meine Heiler ein. Die wissen genau, wie es geht. Das ist echt derb. So. Mit dem verpassen wir mal einen Stun. Und noch eine drüber und dann gucken wir mal. Jetzt schmeißt er wieder alle ins Wasser, pass auf. Ah, diese Heiler halten eben auch nichts aus. Jetzt haben wir diesmal wenigstens keinen Nichtschwimmer dabei. So. Und da geht er hin. Der blaue Wal. Okay. Oh, das war natürlich jetzt richtig gut. Da gab es jetzt mal richtig Zeug. So, machen wir das. So, wir laden aus und betreten den Hafen. Okay. Jobs. Nach Impituba wollen wir jetzt nicht. Und das wollen wir jetzt auch nicht. Dann können wir auf jeden Fall mal wieder was zu essen verkaufen. Dafür brauchen wir Wasser tatsächlich. Ja, ein Schnaps darf uns nie ausgehen. So, jetzt, ach, hier gibt es ja eh keine guten Leute. Na, hier könnten wir doch wieder was hochkaufen. Ich bin für Kanonen. So, und dann beende ich an der Stelle wieder die Folge. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit der Schatzkarte und gucken nochmal, ob wir noch ein paar bessere Heiler finden. Aber das wird sich finden. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.